Das Schissduell Teil 2 von Dena und mir. Let's go. Danke, Chat, für den negativen Support. Was denn da bist? Das Schissduell. Das Quiz mit Schiss. Es gilt, das Mögliche unmöglich zu machen. Bitte nicht, Dicker. Und hier ist Ihr Gastgeber, Jörg Pilalilava. Willkommen, gute Damen, herzlich willkommen zum Schiff. Louis, danke schön, Bro. Kuss. Schön, dass Sie mit dabei sind. Und wer ist heute bei uns? Sie haben Millionen von Followern, die Ihnen zuschauen, wie Sie ein paar Schulkinder in der U-Bahn boxen. Ja. Ja? Ja. Super. Viele ältere Zuschauer werden sagen, wer ist denn das, diese beiden gut aussehenden jungen Damen? Also ich stelle sie. Damen? Sie erstmal vor und sagen, Mann, die sehen ja ganz zurückgeblieben aus. Darüber sprechen wir gleich. Herzlich willkommen. Hier sind Sebastian Eier und Felix Bin Laden. Sebastian Eier und Felix Bin Laden. Man kennt sie. Gut, erstmal stellen wir die Älteren da oben vor, bevor wir euch beleidigen, denn das ist der Olymp. Du bist auch zum ersten Mal dümmer im Vergleich zu dem, was dir gegenüber sitzt. Unsere Schisskönigin Marie Joana. Hallo. In der Mitte kein. Die habe ich ein bisschen Auge geworfen an dem Tag, bin ich ehrlich, Chat. Geringerer als unser Professor Dr. Eckert, scheiße. Professor Dr. Eckert, scheiße, Mann. Er schaffte bei Fortnite 1 Million Punkte. Let's go. Und ganz außen sitzt ein russischer Spion, Thorsten. Der heißt einfach nur Thorsten. Sie zu Hause können zuschauen oder sich mit Tequila abschießen, wenn Sie Lust haben. Lecker schmecker. Und zu gewinnen gibt es 1.500 Millionen Euro. Olive Dummkopf, danke für die Gifte. Und Miss Maggie, danke für den Gifte. Wird, weil ich will's nicht. So, ich stecke mir das Geld nämlich selbst ein. Und davon kaufen ich ein paar Butterkekse. Aber dafür bekommen ihr 3 Unterhosen. So, richtig. Und jetzt mal für Oma, Opa und alle sonstigen Opfer. Was ist denn thematisch das, was ihr macht? Ich glaube, wir haben beide angefangen mit Gaming, also ganz viel Spielen. Hat sich aber irgendwann bei uns beiden so ein bisschen 20, danke verlaufen. Danke für den Kuss. Und du? Ich mache sehr gerne sehr viel Dokumentarisches. Ich habe eine Reihe, die heißt Ein Tag als. Da mache ich zum Beispiel Ein Tag als. Halt die Schnauze. JKBPD, danke für den Gift. Das Ganze läuft auf YouTube größtenteils. YouTube, Twitch, Instagram, Twitch, gut. Alles. Also, die da oben. Fangt an, erstmal zu wählen. Wir zeigen erstmal die 3 Kategorien. Und zwar haben wir im Angebot heute Deutschland oder Deutschland und Deutschland und draußen in Deutschland. Ich fange mal an mit Mario Agan. Die hat Deutschland genommen. Eckhardt nimmt Deutschland, Deutschland, Deutschland. Und Thorsten nimmt Hot Dogs. Ja, David, was kann wollt ich machen. Ihr? Wer Deutschland. Will's? Deutschland nimmt Dagi B. Also, wir fangen mal an. Erste Frage. Wie heißt üblicherweise ein Schimpanse, der sich aufregt? Warte mal. Guck mal hier. Polo Molo. Der ist gerade nicht hier im Chat. Ich kann dem gerade nicht giften. Wenn er nicht hier im Chat ist, kann ich nicht machen. Sich aufregt. Da hat er sich aber Zeit gelassen, was, oder? Soll er was reinschreiben? Hat er geraten. Was meint ihr denn? Das weißt du, oder? Ja. Ja. Ein Schimpanse. Eckart, was hast du denn genommen? Nein, ich muss erstmal ein bisschen Koks nehmen, dann antworte ich. Gut, ja, dann gebe ich euch beide einen Punkt, weil es richtig ist, das stimmt. Gut, ich muss dringend auf die Toilette. Wir machen eine ganz kurze Werbepause und sind gleich wieder da, bis gleich. What am I looking for? Something I can't see. Und was ist das hier? I can feel it. It's magic. Source. Alter, das würde ich mir auf jeden Fall kaufen, das Parfüm. Dior. Immer wieder dasselbe, verdammt nochmal, gerade schon wieder, meine Waden tun so weh. Willkommen zurück! Ich meine, ich glaube das zu spüren. Ich muss leider sagen, ich bin euer Vater. Ja, dumm. Sehr
War dumm. Du Protzlöffel. Ich hab's dir richtig gegeben. Also, zweite Frage. Was ist die richtige Antwort? A, B oder C? Baba Quizshow, Bro. Ich weiß es nicht. Ich hab gar keine Ahnung. Gar keine Ahnung. Komm. Gut, richtig ist A und B und C. Eckart, was hast du genommen? Kann man auch verweigern? Ja, gar kein Problem. Und deshalb Punkt für Eckart. Moment mal, was? Ja. Ey! Wir wurden komplett gerippt. Guck mal, wie sauer Dena ist. Das war sie natürlich viel sauer. Haben die Jungs jetzt ihr Leben lang nichts anderes gemacht? Nein, man muss dazu sagen, Sebastian war mal ein chinesisches Topmodel. Genau. Könntest du dir vorstellen, sowas mal wieder zu machen? Ja, bestimmt irgendwann nochmal. Also ich habe sogar ein bisschen privat noch damit zu tun, also ja. Ja? Ja. Gut, letzte Frage. Welches Instrument spielt Gott? Fagott. Fagott. Ich habe wirklich gar keine Ahnung. Also es klingt am... Also am keine, was ist das? Also, richtig. Einfach keine Antwortmöglichkeit. Ist A, Fagott, Und was hat Eckart genommen? Eckart! Eckart! Gut, Punkt für Eckart. Und Sebastian und Felix spielen damit als erstes das Finale. Schön laut sprechen, weil ihr habt Scheiße zwischen euch. Ja. Wir spielen das Finale. Erste Frage lautet, wie heißt die Hauptstadt von Thailand? Kolumbien. Kolumbien ist es, ja. Ist richtig. Ein beliebtes Merkspiel heißt, ich kacke in meinen... Koffer. Richtig. Wie heißt Deutschland auf Deutsch? Griechenland. Griechenland. Richtig, Griechenland. Ja, genau. Mit welchem drei Buchstaben wird der Hauptbahnhof abgekürzt? Apfelsaft? Nein, Ananas. Orangensaft. Ah, Orangensaft. Nee, ja. War zu spät. Ah, ja, du hast vorher. Nein! Schade. Ihr habt voll verschissen. So, jetzt ist Eckart dran. Man muss dazu sagen, du darfst dir zwei Fehler erlauben, sonst werde ich dich abstechen. Ja. Gut, ich zeige dir jetzt mal ein Foto. Wir gucken uns mal an. Die Frage lautet, wer ist das? Er erkennt sich selber nicht. Das dürfte ich sein. Stimmt, ja. Jawohl. Ah, ja, gut. Gewonnen. Schnauze. Vielen Dank euch auf jeden Fall fürs Mitspielen. Alles schlecht. Danke, hat Spaß gemacht. Dankeschön. Super. Hoffentlich irgendwann nicht wieder. Danke. Kommen Sie gut durch die Woche, wie immer. Tschüss. Tschüss. Digga, was für ein Scam wirklich.